Was habe ich da denn gedrillt? Ganz Haken drauf gebogen. Oder war das ein Hänger am Schluss? Ich erinnere mich nicht mehr. Macht sich ja immer besser zu sagen, ich habe einen Riesenfisch verloren, ne? Ja, was ist denn hier? Was siehst du, Quarki? Hast du Verstärkung geholt? Das werden immer mehr. Ein großes Lob für einen Angelsportjournalisten ist immer, wenn Leute mir schreiben, Matze, ich bin durch dich zum Angeln gekommen. Finde ich immer klasse. Was ich komischerweise viel häufiger höre, ist so ein Spruch wie, Matze, ich habe 15 Jahre lang nicht mehr geangelt und durch deine Filme habe ich wieder damit angefangen. Das freut mich auch immer sehr. Aber wenn ihr glaubt, das geht nur euch so, dass ihr euch von meinen Filmen motivieren lasst, manche sogar so sehr, dass sie wieder mit dem Angeln anfangen oder überhaupt erst damit anfangen, dann irrt ihr euch. Mir geht das kein Stück anders. Ich habe nicht nur in meiner Jugend mich motivieren lassen von meinen damaligen Vorbildern, Des Taylor beim Hechtangeln, Andy Little beim Karpfenangeln, ein Begriff, der vielen von euch schon gar nichts mehr sagen wird, ein Name aus England, oder Kevin Maddox, Oliver Portrat beim Welsangeln. Wenn ich die Filme von den Jungs gesehen habe, dann wollte ich auch einfach nur los angeln gehen. Ich habe mich motivieren lassen. Das klappt übrigens nicht nur mit Filmen, sondern auch mit Büchern. Ich halte das Lesen von Büchern ohnehin für die sehr viel bessere Idee. Es ist erwiesen, dass das menschliche Gehirn um ein Vielfaches mehr gefordert wird, wenn man Bücher liest, weil einfach sich da mehr abspielt. Man macht sich so sein eigenes Bild von der ganzen Sache. Und darum halte ich den Lerneffekt beim Angeln. Ich habe einen Fisch, den halte ich auch. Oh, ein schönes Rotauge. Ich hatte jetzt zuerst mit Güstern gerechnet. Darum halte ich auch beim Angeln den Lerneffekt, was Bücher betrifft, sehr viel größer. Einfach, weil man wirklich sich so seine eigene Vorstellung macht von der Situation. Und das wiederum sorgt für mehr Kreativität am Wasser. Ne? Was ich euch erzählen wollte, es passiert mir auch heute noch, dass meine alten Vorbilder mich motivieren. Wenn ich mal wieder Bock habe, mir so einen alten Des Taylor-Film anzugucken, oder ich gucke in die alten Filme von Jens Ploog Hansen rein, dem Dänen, oder aber ich lese ein Buch von Aki Als, eins meiner liebsten Bücher. Das ist gar kein Buch, wo Montagen erklärt werden, wo großartige Techniken geschildert werden, sondern Aki hat einfach das geschildert, was er am Wasser erlebt hat. Hin und wieder schreibt er auch 60 Gramm Grundblei, 7er Haken, Tauwurm, nicht? Aber das war's dann auch. Das fängt ja ganz gut an zu beißen hier. Jo, das ist was Besseres. Oh ja, also richtig schönes Rotauge. Heidewitzka. Lieber Schwan, müsste ich eigentlich fast keschern, aber den habe ich noch gar nicht so weit. Ha. Ein schönes Rotauge. Da freue ich mich schon drüber. Ja, es muss nicht immer ein Pfundsteil sein, aber so 200 Gramm, das ist schon cool. So, jetzt hat mich die schöne Rotauge unterbrochen. Immer ein paar Maden nachfüttern, ne? Hab zwei kleine Ballen von meinem Allround drin. Aber wo war ich stehen geblieben? Genau, beim Buch. Wie gesagt, Aki, der hat keine klugschwätzerischen Montagen erklärt. Ich sage das mal bewusst so ein bisschen bissig, weil heute gibt es ja mehr Montagen als Fische. Ne? Sicherlich, diejenigen, die diese Montagen entwickeln, denken sich was dabei. Aber die einfache Angelei ist meiner Meinung nach immer noch die schönste und die beste. Nicht? Und was ich euch jetzt erzählen wollte, wenn ich mal ein paar ruhige Minuten habe am Wochenende oder sowas und ich setze mich hin, dann schlage ich immer mal wieder gern so ein altes Buch auf. Nicht? Besonders von Aki das. Oh, schon wieder ein dickes Rotauge. Mir ausgestiegen. Ich glaube, ich komme gar nicht zum Moderieren hier. Und das Geile ist, das ist genau das, was ich bei Aki gelesen habe. Ich setze mich also am Wochenende mal hin. Und das habe ich jetzt gemacht und lese noch mal wieder ein paar Seiten aus dem alten Buch Ungewöhnliche Tage. Keine Sorge, keine Werbung. Das Buch gibt es schon ewig nicht mehr.
wo Aki einfach seine Erlebnisse aus den 50er, 60er, 70er Jahren schildert, die er so hatte. Das macht er aber eine unnachahmliche Weise und fesselt mich immer wieder. Und ich kann mich immer wieder amüsieren, obwohl ich das schon bestimmt 5-mal durchgelesen habe, das Buch. Und dann bin ich auch motiviert. Und genau das ist der Grund, warum ich jetzt hierher geeiert bin, durch die ostfriesische Weite. Und einfach mal ohne besonderes Ziel 2 Friedfischrouten eingepackt. Habe auch meine Spinnrouten dabei natürlich nicht, aber... Ja, schon wieder einer. Das gibt's doch nicht. Nicht ganz so schön wie gerade eben, aber auch ein schönes Rotauge. Das hat die richtige Größe für Winterhechte. Und da der Winter ins Haus steht, werde ich das mal mitnehmen. Wunderschön, was ich immer sage, so handlang, ne? Ist ideal für dicke Winterhechte. Ist auch nervig, wenn man ständig von Fischen unterbrochen wird, wenn man was erklären will, ne? Also nochmal, ich habe in Akis Buch gelesen, ich fühlte mich auch motiviert und der hat hier an diesem Gewässer geangelt damals. Und das ist wieder so ein Streitpunkt, wo ich auch schon oft erklärt habe, das bringt nichts, sich die Stellen von irgendwelchen Leuten auszukundschaften, schon gar nicht, wenn das 10 Jahre her ist, weil Gewässer verändern sich auch nicht. Und die Zeit, in der Aki hier ein tolles Erlebnis hatte mit unzähligen Aalanden an einem Nachmittag, so dass er gar nicht mehr zum Kaffee trinken kam. Es gab auch eine Geschichte, da wollte er nur ein paar Ausbesserungsarbeiten an seiner Meerbude vornehmen und kam überhaupt nicht dazu, das zu machen, weil die Fische so extrem gut gebissen haben. Nach dem Motto, oh komm, eine Angel lege ich ihm rein. Ne? Und dann kam er überhaupt nicht mehr zum Ausbessern, weil er halt Fisch auf Fisch fing. Ne? Und das sind Geschichten, die mich auch halt echt motivieren. Und jetzt bin ich hier mal hergefahren. Nicht, weil ich glaube, oh, an Akis Stelle fange ich bestimmt was. Zudem seine Meerbude, glaube ich, ein bisschen weiter in die Richtung war. Das hat damit gar nichts zu tun. Nicht? Dieses Gewässer ist viele Kilometer lang und ich kenne das aus meiner Kindheit gut. Das ist auch sehr launisch. Hier kannst du auch mal Schneider nochmal hinlegen. Da geht da tagelang gar nichts. Und ja, ich bin einfach mal hier aus Nostalgiegründen. Mal mich erinnern an die Zeit, mal mich motivieren lassen, mal gucken, was kommt mit diesen 3 schönen Rotaugen, die ich jetzt schon hatte. Hätte ich jetzt so schnell gar nicht gerechnet. Ich war hier auch mal aus dem gleichen Grund, da habe ich gar nichts gefangen. Da war tote Hose, nicht? Also es kann immer sehr unterschiedlich sein. Jetzt beißt es immer hin. Also ich habe jedenfalls regelmäßig hier meine Bisse. Warten wir mal ab, was hier noch so kommt und ob meine Motivation sich auch wirklich auszahlt. Jo, wieder ein Rotauge. Und wieder ein schönes. Oh ja, ja, wieder ein schönes. Heidewitzka. Das ist ein Klopper hier. Ein schönes Tier. Kann sich sehen lassen, ne? Schönes Rotauge. Und kampfkräftig sind sie. Die haben richtig Lust. Da könnt ihr mal sehen, was das für eine Auswirkung hat. Nicht? Man lässt sich am Wochenende einfach mal anspornen von einem alten Buch, sitzt vor seinem Kamin, nicht? Der natürlich in diesem Fall nicht am Bullern ist, sondern aus, aber man hat sich halt an den Platz gewöhnt, nicht? Im Sommer. Ja, und jetzt sitze ich hier und bin einigermaßen begeistert, dass so schöne Rotaugen beißen. Da hätte ich wirklich nie mit gerechnet. Ich dachte jetzt... fange ich hier in so ein paar kleine Güster an. Das ist bekannt dafür, dass es hier völlig güsterverseucht ist. Und Aki fing hier früher große Aalande. Das kenne ich eher so, na, so eher so ausnahmsweise, dass man mal einen dicken Aaland dazwischen hat. Aber es ist auf jeden Fall immer noch ein gutes Aalandgewässer. Ja, und um euch gleich eins vorwegzunehmen, nicht? Das ist das Thema des heutigen Mätzchens. Es gibt kein Thema. Vielleicht wieder mal Motivation. Das ist immer wieder die Frage, wie lässt man sich zum Angeln motivieren? Ne? Ihr seht, wie ich es jetzt gemacht habe. Und ich hoffe, was auch immer ihr angeln möchtet, mir gelingt es mit diesem Film auch einmal mehr, dass ihr euren Spaß am Angeln habt. Ich habe natürlich gleichzeitig so ein bisschen so einen Hintergedanken, jetzt für den Winter schon mal ein paar schöne Rotaugen einzulagern. Ne? Denn wenn man sie dann braucht, dann kriegt man sie oft nicht. Ne? Diese Kanäle, an denen ich hier sitze, die münden dann oft in so kleine Binnenmeere hier. Das ist immer ein bisschen blöd, weil die kann man fast nicht beangeln. Die sind rundum von Meerbuden umstanden, die alle illegal gebaut wurden in den 60er, 70er Jahren und nur stehen bleiben durch das Wort Gewohnheitsrecht.
und können also fast nur noch vom Boot aus befischt werden, nicht? Und da ich leider kein Boot habe, außer meinem Schlauchboot, vielleicht muss ich damit mal eine Runde kurven darüber, kommt das für mich halt im Moment nicht in Frage, ne? Was ich noch sagen wollte, zu Akis Zeiten und auch zu meiner Jugendzeit, da hatte dieses Gewässer weitgehend noch keine Uferbefestigung. Da war wirklich nur ein Schilfsaum und das versandete dann zum Ufer quasi, nicht? Und weil viele Sportboote fuhren, auch damals schon, und mehr wurde, da hat man halt irgendwann mal, war man gezwungen, quasi die Ufer zu befestigen, damit das nicht noch mehr verlandet, nicht? Sonst sacken die Ufer immer weg, ne? Und jetzt haben wir hier überall so eine Holzuferbefestigung, nicht? In der Innenstadt meistens aus Bongossi-Holz. Schon wieder ein Rotauge. Ja. Läuft. Und so gesehen ändert sich halt auch so ein Gewässer ganz grundlegend, nicht? Mit der Uferbefestigung, mit den Tiefen. Und dann ändern sich auch die Fischbestände. Das ist natürlich eine dankbare Stelle hier, nicht? Wenn man so direkt an so einem Eingang zum Binnenmeer fischt, nicht? Da halten sich natürlich viele Fische auf. Das wissen auch viele Raubfischangler, die da am Gang sind. Die liegen immer da am Eingang. Ist aber auch ein zweischneidiges Schwert. Manchmal sind da auch Reusen, dann darfst du da nicht angeln. Illegal angelt da hinten auch schon wieder einer, sehe ich gerade. Mit einem Bellyboot darf man hier nicht. Das heißt, das Bellyboot eigentlich ist nicht verboten, aber bei uns ist nur das Angeln vom verankerten Boot aus gestattet. Und da macht natürlich ein Bellyboot dann auch keinen Sinn, ne? Aber der paddelt da munter rum. Na gut, nicht meine Sache im Moment. Auf jeden Fall ist das eine schöne Stelle, wenn man an so einem direkten Einlauf sitzt und sich mal die Mühe gemacht hat, ein paar hundert Meter zu laufen. Das muss man halt, nicht? Durch die ganzen Meerbuden durch, um sich dann irgendwo hier auf einen Steg zu setzen. Macht mir jetzt schon Spaß. Yes. Mann, ey, schon wieder ein schönes Rotauge. Ist ja echt unglaublich. Hätte ich nie mehr gerechnet, dass das hier so gut läuft. Das kann wieder ein richtig gutes sein. Eine Brasse? Oha, jetzt ist der Spaß vorbei. Wenn die sich mal eingefunden haben, dann verdrängen die meistens die Rotaugen. Und da ich in ferner Zukunft nicht auf Waller angeln möchte, das ist nicht mein Zielfisch. Da hat man den schönsten Brassenschleim am Vorfach, ne? Wie herrlich. Guckt euch das an. Und der Haken hängt zum Glück ganz vorne. Oh, da hängt schon wieder einer. Was ist das denn? Dreck. Stockfisch. Auch schön. Ja, soll ich ihn keschern? Ja. Sollen wir ihn jetzt räuchern oder braten? Ja, genau. Aber der Weißfischbestand hier ist Hammer. Ja, sag mir, und Barsch auch. Ja? Ja, Barsch ist sauer. Schöne Barsche? Papa, oder wie die Dinger heißen. Aber deine sind ausverkauft bei Janis. Meine sind ausverkauft, das hören wir doch gerne. Eins nach dem anderen, alle in Topform.
Boah. Das, was ich schon die ganze Zeit befürchtet habe, dass irgendwann sich die Brassen einfinden. Und wenn die Größe erstmal da ist. Oh, schönes Teil. Ja, wunderschön. Tolle Brasse. Cool. Kraftvoller Fisch. Goldfarben. Breiter Rücken. Ob man jetzt mit der Match oder mit der Kopfrute fischt, das ist letztendlich jedem selbst überlassen. Nicht? Manche mögen es lieber mit der Kopfrute, ist ein bisschen einfacher zu handeln, wenn man keine Ringe hat, wo sich diese dünnen Schnüre leicht mal drin verheddern können. Ich persönlich ziehe die Matche vor. Ich mag es halt einfach auf, wenn man etwas größerer Fisch mal gegen die Bremse zieht und ich mit einem Gummizug oder sowas arbeiten muss. Nicht? Also ich arbeite eigentlich grundsätzlich mit so leichten Friedfischruten im Stil einer Matchrute. Nicht? Diese hier hat noch überhaupt keine Beschriftung. Das ist halt ein Prototyp gewesen. Ist nicht ganz so wichtig, was ihr da verwendet. Nicht? Hauptsache, es ist eine schöne, leichte Matchroute. Da macht es leichte Angeln auch wirklich Spaß dann. Ne? Jetzt fange ich schon an zu erklären, wie Tramona Friedfisch angelt. War eigentlich gar nicht mein Ziel. Ich wollte einfach nur hier hin. Und es war wirklich ein toller Nachmittag. Und an meiner Hose, da seht ihr, wie viel ich gefangen habe. Ich habe also längst nicht alles natürlich jetzt drin gelassen, würde auch ein bisschen langweilig werden, hier 50 Rotaugen nacheinander reinzuschneiden. So gute 10 habe ich mir mitgenommen, die liegen da hinter mir, die werden im Winter ihre Dienste tun, die friere ich mir gleich ein. Und von einem netten Anwohner hier habe ich noch ein paar schöne Infos bekommen, dass auch das Barschangeln hier ganz interessant sein soll. Ich glaube, ich komme an meine alten Wirkungskreise meiner Kindheit und denen von Aki Eils nochmal wieder einen Besuch abstatten. Vielleicht mal mit einem Schlauchboot drauf oder so. Im Moment sind hier noch viele Touris, aber der Fischbestand ist ganz offensichtlich immer noch fantastisch. Das freut einen doch. Wenn ich so kleinen spontanen Friedfischansitz mache, dann habe ich meistens 3 Routen dabei. 2 Matchrouten, wie ich eingangs sagte. Ne? Die eine hat einen Waggler und die andere hat nur so einen kleinen Stick, damit angle ich am liebsten. Aber wenn man mal ein bisschen weiter raus will und es ein bisschen windiger wird, jetzt wird es gerade ein bisschen weniger, aber draußen auf dem Meer, da war ordentlich Wind heute. Wenn der dann mal dreht und dann wie so ein Trichter hier reinsteht, kommt mit so einem Stick nicht mehr klar. Da musst du einen Waggler nehmen, nicht? Der liegt aber stabiler im Wasser. Und als drittes habe ich eigentlich immer eine Federroute dabei. Warum? Ja, es kann auch mal sein, dass direkt vor dem Steg, wo ich angel, dass da nichts beißt. Ne? Und dass man dann einfach mal ein bisschen weiter werfen muss, vielleicht mal hinten ein Schilf oder sowas. Und manchmal beißt es auf Fieder noch einfach besser. Wenn plötzlich beim Matchangeln nichts mehr kommt, frag mich nicht, woran das immer genau liegt, aber ein bisschen probiere ich es noch damit. Vielleicht kriege ich damit ja noch einen schönen Fisch. Da ist er schon, der erste Fiederfisch. Und wie man das oft so erlebt, sind es natürlich oft die Brassen, die ganz unten das Futter aufschlubbern. Ne? Ich habe ja meine Posenmontage immer etwas über Grund driften. Ne? Ist sogar noch ein bisschen Futter drin geblieben hier. Amateur. Das soll eigentlich nicht so sein. Ne? Die ist ein bisschen ramponiert. Ich meine, es beißt. Rute ist fast im Wasser. Mein Kescher habe ich schon da hinten hingebracht. Ich wollte jetzt Schluss machen. Noch so eine schöne Brasse. Ja, die Karpfenangler werden hier ihre Freude haben an den Jungs. Aber wie ich gerade informiert wurde, angelt hier fast niemand auf Karpfen. Ich habe es mal gemacht. In einem Mätzchen.
Vielleicht erinnert ihr euch dran. Boah, ja. Schöner Fisch. Tolle Fische. Die meisten absolut makellos. Und dann so eine tolle goldbraune Farbe dabei. Nicht jede Entwicklung auf dem Gerätemarkt ist ein Fortschritt. Aber gummierte Netze, das ist echter Fortschritt. Einmal gründlich ausspülen und man hat den brassen Odeur nicht auch im Auto, ne? Quackig! Kommen da die Schmarotzer des Abends, die Reste einsammeln. Ich habe die letzten Reste meines Futters natürlich noch eingeworfen. Und das haben die sofort gehört, die Lumpen, ne? Ich habe doch glatt annähernd 2 Kilo Futter verbraucht heute. Nee, nicht ganz. Die eine Tüte war angebrochen. Aber wenn das so beißt, ne, ganz wichtig, auch immer mal einen Ball nachwerfen. Das merkst du ganz deutlich. Gibt es eine Beißflaute, wirfst wieder einen Ball nach, dann läuft es wieder, ne? Bei Leuten, die so nett sind, die Angler direkt anzusprechen auf ihrem Boot, ne, die aber selber nicht angeln, wie das andere Boot zeigt, dann machen wir den Stich natürlich schon schön sauber. Ne? Kleiner Witz, ich kenne den Mann sehr gut, dem das hier gehört. Ich habe ihn auch gefragt. Aber trotzdem sollte man ja immer alles so hinterlassen, wie es auch da steht. Müll mitnehmen. Es bleiben aber auch immer mal ein paar Futterreste auf dem Stich, ein paar zerdrückte Maden, die abgefallen sind. Einmal abspülen. Und alles ist blitzsauber. Nee, nicht nochmal. Das war ja Schluss, der Eimer über der Linse. Oh, den Futterkorb. Den alten Trick, den kennen die alle noch, ne? Wenn man überwiegend fiedern will, Futter so anfeuchten, dass man es zusammendrücken kann, aber dass man es auch wieder einigermaßen zerbröseln kann. Ja? Das ist wichtig, damit sich das dann auch schön aus dem Futterkorb löst. Ne? Also nicht so eine nasse Pampe machen, sondern eher was Trockenes. Die Maurer würden sagen, so wie man Zement zum Verfugen anmischt. Boah, ist das tief. Um zu zeigen, wo die Fiederroute doch deutlich mehr Sinn macht, als an so einem kleinen Kanal, wo man auch mit einem Waggler notfalls die komplette Kanalbreite überwerfen kann, bin ich jetzt nochmal einen großen Schifffahrtskanal gefahren. Und die Montage liegt jetzt seit etwa einer Minute drin. Wenn dann nichts beißt, dann kann man zum gemütlichen Teil übergehen. Winzig, 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 kleiner Anfasser. Bip. Nichts zu sehen. Ich war eigentlich an den Kanal gefahren, um ein bisschen größere Fische zu fangen. Ein Kaulbarsch. Ey, lobt das nicht, wa? Das scheint erstmals ein Fisch zu sein. Ja, das ist eine Brasse.
Ja. Nicht groß, aber wild. Ja. Ausbaufähig, ne? Die im kleinen Kanal waren größer. Manchmal finden die sich auch erst nach einer Zeit lang ein, ne? Wenn man immer wieder mal seinen Futterkorb einwirft. Ja, zur Montage möchte ich diesmal nicht viel sagen, nicht? Ich verwende mal gern die Schlaufenmontage. Mache ich hier nicht. Ich habe so ein bisschen das Klassische genommen, was der 0815-Angler macht. Ein Röhrchen und dazu noch ein ganz kurzes Wort. Weil auch dazu gibt es immer wieder jede Menge Schlaumeier, die sagen, das montiert man andersrum. Nö, ich montiere das so rum. Die meinen dann, dass das lange Ende zum Vorfach zeigen muss. Ne? Ich habe das schon immer so gemacht. Der Knick ist dafür da, dass sich das nicht verheddert, das Vorfach. Und wenn man das andersrum macht, dann ist der Abstand noch ein bisschen größer. Ne? Das stimmt. Aber es verheddert sich nicht bei mir. Also mache ich es so. Das ist ja was sich in Internetzeiten unglaublich geändert hat. Diese Klugschwätzerei. Ne? Das Rig wird aber so gebunden. Ne? Nee, ich binde das so, wie ich das für richtig halte, sage ich dann immer nicht. Zu meiner Jugend gab es sowas nicht. Wenn jemand etwas anders gefischt hat, dann hat man das respektiert, man hat sich das angeguckt. Wenn der Typ dann nichts fing damit, dann hat man vielleicht gesagt, ja, falsches Rig. Ne? Den Begriff Rig gab es natürlich noch nicht. Ne? Montage haben wir früher gesagt. Aber es kam auch vor, dass sie dann gut fingen. Ne? Und da muss man einfach sagen, wer fängt, hat recht. Früher hatte man da viel mehr Verständnis für als heute. Das war wirklich sehr viel entspannter. Natürlich haben wir auch mal gelacht. Ich hatte auch so einen Typen, mit dem haben wir zusammen die Sportfischerprüfung gemacht damals. Der wollte auch unbedingt mit uns angeln gehen. Und dann kam der da an und der hat dann wirklich mit zweier Haken auf Rotaugen geangelt. Ja gut, das ist dann ein Grund zum Lachen, weil der Haken schon gar nicht in so einen Rotaugenmaul reinpasst. Aber eine Montage, die bindet jeder so, wie er das für richtig hält. Wichtig ist, dass der Angler denkt und sich überlegt, was soll die Montage bezwecken? Und wenn er dann seine eigene Begründung dafür findet und im Bestfall dann auch mit seinen Fängen bestätigt, dann hat er recht. Und dann gibt es nichts zu diskutieren. Ja, aber Matze, das Short Rig wird anders gebunden. Nee, wird es nicht. Das wird so gebunden, wie ich das mache. Dazu möchte ich euch mal ermuntern. Lasst euch nicht immer voll klug schwätzen. Ich musste da auch erst mit umgehen lernen in der Öffentlichkeit, wie wir Klugschwätzer so auf der Welt sind. Das gehört einfach dazu heute. Einfach ignorieren. Ne? Und das Gleiche gilt auch für eure Fänge. Freut euch mal über eine Brasse oder ein Rotauge, wie ich es in diesem Film auch versuche zu vermitteln. Ja? Dass man sich einfach über die Situation freut und messt eure Fänge, ich sage es immer wieder, an euren Gewässern. Lasst euch euren Zander von 60 cm, die ihr in eurem Gewässer gefangen habt, nicht vermiesen. Vielleicht ist das bei euch ein Topfisch, ein 60er Zander. Ne? Und wenn dann andere ankommen, die fangen wir bei uns jeden Tag. Hier ist bei uns ein 80er ein großer. Ja, das mag ja sein. Ich war auch schon an Gewässern, da habe ich 6-7-pfündige Brassen gefangen. Aber gemessen an meinen kleinen Kanälen ist vielleicht eine 3-pfündige Brasse ein toller Fisch. Nicht? Also lasst euch auf keinen Fall zuquaken und euch eure Fänge vermiesen. Im Zweifelsfall postet man dann seine Fänge gar nicht mehr. Nicht? Mal kurz als Ermunterung an all die, die vielleicht kleinere Fische fangen und zu Hause zufrieden sind und dann im Internet beigebracht bekommen, du bist ein Depp, ne? Nee, bist du nicht. Wer fängt, hat recht. Und am rechtesten hat der, der sich über seinen Fang noch freuen kann. Der nächste Tag überraschte uns mit einem Wetterumschwung. Dichte Wolken zogen auf und die Sonne ließ sich kaum eine halbe Stunde lang blicken. Dann blieb sie für den Rest des Tages verschwunden. Schöne freie Schilflücken hier, scheinen öfter mal Stipper und Fiederangler zu sitzen. Bei dem Sauwetter heute, aber ich suche noch immer nach einem schönen Schifffahrtskanal, wo ich noch ein paar dicke Brassen fangen kann. Könnte man das hier vielleicht mal irgendwie versuchen, oder? Jo. Die Lücke hier gefällt mir. In die stoße ich jetzt rein. Mann, ist das ein Schweinewetter geworden. Aber Schweinewetter gibt's nicht, ne?
nur Schweineklamotten. Ja, ich bin ein Knauser, was das Futter betrifft. Ich war jetzt sehr optimistisch an dem Schifffahrtskanal da und da lief dann gar nichts mehr, nicht? Und das Futter beim Fiedern ist ja sehr trocken angemischt. Das kann man problemlos wieder so ein bisschen aufbewahren. Am besten in so einem Jutesack. Dann trocknet das wieder durch und dann kann man das wieder nehmen. Stipper dreht mir jetzt einen Hals um. Die nehmen immer nur super frisches Futter, nicht? Ist auch nur ein Tag her und ich habe es einfach so drin gelassen. Das war recht trocken. Es riecht also immer noch sehr, sehr gut. Ich habe das jetzt mal richtig krass angefeuchtet. Ja, das ist jetzt zum Fiedern nicht mehr geeignet, aber ich bin halt ein Knauser. Dann kann man immer noch damit stippen gehen oder sonst wofür die Ballen nehmen, zum Anfüttern, beim Karpfenangeln beimischen. Also ich bin da wirklich sehr, sehr knauserig mit meinem Futter. Da sollte man auch nicht zu viel von einbringen. Und hier ist jetzt der Vorteil, ich bin wieder in einem Schifffahrtskanal mit einer Tiefe von gut 6 Metern. Und es gibt hier eine recht gute Flachwasserzone, habe ich gemerkt. So 3 Meter Tiefe etwa. Und da kann man dann, wenn man halbwegs in Ufernähe fiedert, ja, da kann man dann auch die Ballen sich zu Nutzen machen. Braucht man nicht 20 Mal mit dem Korb zu werfen, ne, sondern da werfe ich die einfach von Hand ein. Ne? In der Distanz etwa habe ich jetzt meinen Futterkorb liegen. Und dann gucken wir mal, ob sich hier was einfindet. Sparsam mit den Futtermengen umzugehen, war für mich schon immer eine goldene Grundregel. Ich habe immer dazu tendiert, knauserig zu arbeiten und das Futter gegebenenfalls bis zum nächsten Tag aufzubewahren. Das schadet meiner Ansicht nach überhaupt nicht. Vor allen Dingen in Bezug auf einige Flachgewässer kann es Sinn machen, vorsichtig zu füttern. Aber nicht nur das, auch auf die Fangergebnisse hat das entscheidenden Einfluss, denn überfüttern ist immer falsch. Besser warten, bis es beißt und dann mit mäßigem Nachfüttern die Fische am Platz halten. Der Biss, den ich hier bekam, der verursachte allerdings ein Stirnrunzeln bei mir, denn die Art des Bisses kam mir verdächtig bekannt vor. Oha, das könnte mir tatsächlich je nach Grundel aussehen, so wie das gebissen hat. Tatsächlich, ich hab's geahnt. Ich glaube, hier bin ich falsch. Grundelalarm. Krieg den Wurm kaum in den Hals, ne? Abgerissen, die Montage. Boah. Den bequemsten Angelplatz habe ich mir auch nicht ausgesucht, ne? Und die blöden Grundeln, die ziehen mir die Montagen immer in die Steinpackung. Ja, man hat's nicht leicht, ne? Aber leicht hat's einen. So, nachdem ich mit meinen Ballen von gestern eine schöne Grundlage gelegt habe und mir so ein schönes frisches Fiederfutter angemischt habe, muss ich einfach mir eingestehen, das macht keinen Sinn hier. Die Grundeln, die beißen sofort. Also ich habe so ein bisschen mit dem Futterkorb die Tiefe ausgelotet, ja, habe dann rangezogen, wo die Steinpackung anfängt. Und unten am Fuß der Steinpackung, das ist meistens so der beste Platz fürs Karpfenangeln und auch fürs Fiedern. Da schwimmen die Brassen dran lang. Aber genau da schwimmen die Grundeln eben auch. Die sitzen in der Steinpackung und dann ziehen die die Futterkörbe komplett in die Steinpackung. Die erfahreneren Grundelangler aus den großen deutschen Strömen, die lachen jetzt wahrscheinlich, dass mir das so neu vorkommt. Ich war mal mit Michael Zamataro am Rhein in Duisburg und da habe ich die Viecher schon kennengelernt und mich als bester Grundelangelnder Ostfriese der Welt erwiesen, während Michael wusste, wie man es macht und da schöne Brassen und Barben fing. Aber wenn, das muss ich jetzt nicht haben, dass die mir noch hier 3-4 Mal die Futterkörbe in die Steine ziehen. Ich habe jetzt schon rausgeworfen, aber die Brassen scheinen wirklich eher unten dran lang zu ziehen. Draußen kriege ich überhaupt keine Bisse, da ist auch 6 Meter tief. Wie auch immer, ich hatte gehofft, hier eine dicke Brasse zu kriegen. Dieses Gewässer hat mich mal rausgehauen bei einer 100-Euro-Aktion. Da sollte ich 10 Brassen fangen, über 750 Gramm, eine. Und habe da auch ein paar richtig schöne von 4-5 Pfund gefangen. Aber die Aufgabe habe ich damals trotzdem nicht gelöst. Aber hier tut sich gar nichts. So in einer Stunde mache ich dann auch Schluss. Dann suche ich mir einen neuen Wirkungskreis, wenn ich alles versucht habe. Und dann machen wir jetzt auch.
Diese Angewohnheit habe ich übrigens von den holländischen Sportsfreunden übernommen. Teste einfach mal kurz an beim Friedfischangeln und wenn es nicht läuft, dann such das Weite bzw. such die nächste Angelstelle auf. Das ist auch der Grund, warum ich mir dann meistens in der ersten Stunde noch nicht mal die Mühe mache, meinen Stuhl aufzubauen. Einfach mal kurz antesten, was geht da. Irgendwas Kleines. Du ahnst es nicht, schon wieder ein Barsch. Jetzt liegt ja noch ein Zander. Wenn denn so gar nichts beißt beim Fiedern, dann gehe ich halt ein bisschen Dropshotten, wenn man schon einen Barsch fängt, ne? Vielleicht fängt man ja noch einen besseren mit Dropshot. Ist ja quasi dieselbe Angelmethode, ne? Die haben beide rote Spitzen. Wenn es beim Fieder nicht läuft, dann geht man halt ein bisschen Dropshotten und fängt ein paar kapitale Zander, oder? So kleinen Zander habe ich auch selten gefangen mit Dropshot. Süß. Ja, die sind hier vorne, du. Nicht zu glauben. Das glaube ich ja nicht. Selbstständig reproduzierter Zander. Das ist toll. Und du bist schon ganz schön räuberisch. Wie kann so ein kleines Viech einen richtigen Tock machen? Kaum zu glauben, ne? Was hast du davon, wenn du mir die Hut in die Hand gibst? Er sei dir gegönnt. Ja. Der gehört ja auch dazu, ne? Barsch gehört dazu beim Dropshotten. Aber es ändert nichts daran, dass wir hier einen Fiederfilm machen. Ja. Du versaust mir den ganzen Film. Hast du das gehört? Wir versauen den ganzen Film. Ja, jetzt geht der Barsch auf die Schuld. Hab ich gehört. Okay. Oh, doch, das ist warm. Jo. Das ist im Wasser wärmer als draußen. Halt einfach den Schnabel und Angel. Das ist im Wasser wärmer. Nachts ist es später als draußen. Ja, toll. Das habe ich nur davon. Von meiner Quatscherei. Wenn die kleinen Räuber jetzt auf Dropshot beißen, versuchen wir es mal noch ein bisschen feiner. Ne? Ich habe auch immer so Ultraleichtruten dabei, so Forellenruten quasi. Mit so einer 006er Schnur, einem 5 Gramm Tungstenkopf. Die fallen dann sehr klein aus, weil Tungsten halt noch eine höhere Dichte als Blei hat. Kleines Barsch-Imitat, da kann nicht mehr viel schief laufen. Ne? Obwohl diese Ultra-Feinfischerei nicht mein Ding ist, bin ich ganz ehrlich. Ich habe da so viel Tüdel mit. Und ich ärgere mich auch immer so, wenn man einen Hänger hat. Da kannst du ja null Druck ausüben, ne? Da reißt du fast alles ab. Und noch dazu scheißt der Birger Domeier mich ja wieder zusammen, weil ich zu blöd bin, die richtigen Knoten zu machen. Ultra-Fein ist nicht mein Ding. Aber versuchen wir es mal. Übrigens, es gibt sehr, sehr viele Holländer, die ganz bewusst auf Kleinfisch angeln. Das ist kein Witz. Bei den Deutschen meint man ja immer, die können nur zufrieden sein, wenn sie Riesenfische fangen. Ne? Anscheinend sind da einige Körperteile manchmal zu klein geraten, sodass man das kompensieren muss. Ganz im Ernst. Die Holländer haben viel mehr Spaß daran, Kleinfische zu fangen. Ich habe das mal beobachtet, dass jemand auf Zander fischte in so einem kleinen Hafen mit so winzigen Ködern, das habt ihr noch nicht gesehen. Das waren so Tuben, die passten auf meinen Fingernagel drauf. Ne? Und da zupfte der am Stich mit lang und fing da einen Zander nach dem anderen, Barsche, halt Brut. Nicht? Barsche von dieser Größe, Zander von 15 cm Länge und freute sich einen Keks dabei. Ne? Das ist hier richtig Volkssport, auch fein zu fischen. Nicht nur am Stippen, sondern auch bei den Raubfischanglern. Ne? Ja, mag uns vielleicht ein bisschen komisch vorkommen, aber das kann manchmal wirklich Spaß machen. Wenn man dann zwischen den kleineren Barschen, die so handlang sind, mal einen fängt, der man wegen so 30 ist, ja, und an diesem Ultraleichtgerät, dann macht das richtig Laune, ne? Aber das kann schon Spaß machen. Ich habe jetzt auch die Brille aufgesetzt, weil ich habe hier so eine blaue Schnur drauf. Die sehe ich persönlich nicht so gut. Und um überhaupt noch ein bisschen Kontrolle über diesen winzigen Köder zu haben, ich sehe, wie weit ich den werfen kann. Boah, da ist ein Fisch erschrocken. Wie weit ich den werfen kann, mit dieser ultra
dünnen Schnur. Ne? Und da ich die selbst mit Brille nur schwer sehe, halte ich die feine Route immer ganz aufrecht. Dann kann ich immer auch anhand der Routenspitze sehen, wenn der kleine Köder auf den Grund tickt. Ne? An der Größe ändert sich wohl heute nichts mehr. Aber er mochte wieder mal einen Artgenossen. Hep. Das sind recht weiche Ruten, so Forellenruten. Und trotzdem hängen die Fische in der Regel gut. Gut, man muss jetzt auch nicht da den bisschen so ein knallhartes Hechtmaul reinbringen. Nicht? So die Barsche haben ein recht poröses Maul. Dem kommt die weiche Rute wieder entgegen, dass man sie nicht so leicht verliert. Hier beißen noch immer welche. Der nächste bitte. Ich bin stinksauer. Hep. Wenn Moni einen Barsch sieht, so klein er auch sein mag, dann hält sie nichts mehr. Schwupps, schnappt sie sich die Dropshot-Rute und peng, fängt auch ihre Barsche. Auf dem Gelben. Auf dem Gelben. Ja. Oh, sieht schon ein bisschen besser aus. Ja. Ist der Vorteil von deinen kleinen Händen, da sehen die Fische immer größer aus. Wie unkonventionell Frauen bei der Farbwahl oft vorgehen, habe ich schon häufiger mal erklärt. Dass sie es aber auch bei der Führung der Köder tun, beweist meine Frau. Sie ist die einzige, die ich kenne, die auch beim Dropshotten auf die weiche Spitze pfeift, die extra für die Köderführung konzipiert ist, sondern einfach faulenzt. Der Erfolg gibt ihr recht. Und noch ein. Süß. Ja. Ich meine natürlich dich. Der Barsch ist pottenhässlich. Ganz leichter Anfasser nur. So, während ich hier jetzt noch ein bisschen fiedere, nachdem ich unser kleines Dropshot-Zwischenspiel beendet habe, wünsche ich euch schon mal alles Gute. Viel Spaß beim Friedfischangeln. Kämpft schon wieder eine schöne Brasse im tollen Sonnenlicht. Ah, herrlich, der Schleim auf dem Vorfach, ne? Jawohl. Ja, eine schöne Brasse. In diesem Sinne, macht's gut. Bis zum nächsten Mätzchen. Brassen machen auch Spaß. Na und ob Brassen an feinem Gerät richtig Laune machen. Wer auf der Suche nach dem richtigen Gerät ist und mehr über die Fiederangelei wissen will, der darf sich auf einen Film freuen, der in einigen Wochen auf Paraigo und möglicherweise auch auf YouTube erscheint. Da geht es um ein Fieder-Komplett-Set, was ich euch zusammengestellt habe. In diesem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Mätzchen.